deutsch-italienischen Vereinigung begrüße ich Sie sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind zu einem Vortragsabend, der ein wichtiges historisches Thema aus Anlass der 100. Wiederkehr des Datums aufgreift, der Marsch auf Rom in den letzten Oktobertagen des Jahres 1922, der den Beginn des faschistischen Regimes in Italien markiert. Sehr herzlich begrüße ich als Referenten den Historiker Herrn Dr. Jürgen Scharnitzky und verbinde mit dieser Begrüßung gleich auch den Dank. Dank dafür, dass er bereit war, dieses Thema auf der Grundlage neuer Materialien und im Lichte einer veränderten politischen Situation neu zu erarbeiten und uns vorzustellen. Dieser Abend findet in Kooperation mit der Frankfurter Stiftung für deutsch-italienische Studien statt und ich begrüße deshalb die Mitglieder der deutsch-italienischen Vereinigung und die Mitglieder des Förderkreis Italien-Stiftung. Ein Dank gebührt an dieser Stelle der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, die die Veranstaltung aufgrund der eminenten Bedeutung und Aktualität großzügig fördert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, falls Sie es nicht schon gesehen haben, dass wir am heutigen Abend Film- und Tonaufnahmen anfertigen, um eine Dokumentation für unseren YouTube-Kanal Canale Dodici-Arndtstraße zu erstellen. Herr Dr. Jürgen Scharnitzky ist in unserem Haus ein gern gesehener Gast. Wir erinnern uns an seinen hervorragenden Vortrag vor ziemlich genau einem Jahr zum Thema Streiflichter zur italienischen Renaissance. Herr Scharnitzky hat Anglistik und Geschichte in Heidelberg und London studiert. Nach einem längeren Rom-Aufenthalt konnte er als Stipendiat des Deutschen Historischen Instituts und der Studienstiftung 1992 an der Universität Heidelberg die Promotion abschließen mit einer Arbeit über die Schulpolitik des faschistischen Regimes in Italien. Das Buch erschien im Niemeyer Verlag in Tübingen 1994 und dann auch auf Italienisch bei La Nuova Italia in Florenz. Ein aus diesem Kontext entstandener Vortrag über Giovanni Gentile im Faschismus wurde in der Serie der Jahresgaben der Italienstiftung veröffentlicht. Jürgen Scharnitzky war als Dozent für neuere Geschichte an den Universitäten Heidelberg und Mannheim sowie der Università della Calabria in Cosenza tätig und hat in Deutschland und Italien als freier Publizist und Übersetzer gearbeitet. Außerdem engagiert er sich seit 2021 für die deutsch-italienischen Beziehungen als erster Vorsitzender des deutsch-italienischen Freundeskreises der Metropolregion Rhein-Neckar, also unserer Partnerinstitution praktisch in 2021. Ach, 19. Das ist dem Thema entschuldigt. Unser Vortragsabend, vor vielen Monaten geplant, hat nun scheinbar nach den italienischen Parlamentswahlen am 25. September 2022 eine andere Art von Aktualität erhalten. Unbeabsichtigt, denn auch unabhängig davon erscheint uns das Datum der 100. Wiederkehr der Marcia su Roma als ein wichtiger Anlass, um darüber nachzudenken, darüber zu diskutieren, was passiert, wenn demokratische Grundfesten ins Wanken geraten und was die Gründe dafür sind, wie vielfältig sie sein mögen. Dass es auch eine Frage der Sprache ist, zeigen die Beiträge im aktuellen Heft der Zeitschrift Italienisch zum Thema die politische Sprache der Terza Repubblica. Der italienische Sprachwissenschaftler Michele Cortellazzo hat den Begriff des Parlare Ostile vorgeschlagen, übersetzbar etwa als ein Sprechen in feindseliger Art und Weise, um die heutige politische Öffentlichkeit zu beschreiben. Die Reflexion des historischen Blicks, die Diskussion von Konstellationen, Fragen, Texten und Medien aber ist das einzig Zielführende in einer Zeit, in der die Gewichte sich wieder zu verschieben scheinen. Deshalb freuen wir uns besonders, dass dieser Abend mit Hilfe von verschiedenen Partnern realisiert werden konnte und dass er auch, wie ich sehe, auf großen Zuspruch und zahlreiches Publikum zählen kann. Lieber Jürgen, wir freuen uns sehr, sind sehr gespannt auf deinen Vortrag und ich bitte dich, das Wort zu ergreifen. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Können Sie mich da hinten gut verstehen? Oh, sehr schön. Falls Sie nach dem Vortrag dringend einen Bus oder den Zug nehmen müssen, ich muss Sie warnen, der Vortrag wird etwa 80
Minuten dauern, also geht über die übliche Zeit etwas hinaus. Aber das Thema ist doch etwas komplexer, also dass ich hoffe, Sie können mir das nachsehen. Ja, Caroline, du hast ja schon angesprochen, das Thema Faschismus ist in jüngster Zeit wieder verstärkt in die Schlagzeilen geraten und hat neue Aktualität gewonnen. Auch Ihre starke Präsenz heute Abend ist ja ein Zeichen dafür. Der Sturm entfesselter Trump-Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021, Politik und Ideologie der Republikanischen Partei in den USA, der brutale russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, sind alle mit dem Etikett faschistisch versehen worden, während ein autokratischer Machthaber wie Putin gegen das überfallene Land selbst den Faschismusvorwurf erhebt. Neuere Wortschöpfungen wie Ökofaschismus, Islamofaschismus, Cyberfaschismus oder digitaler Faschismus, letzterer für rechtsextreme Tendenzen im Internet und in den sozialen Medien, haben den Faschismusbegriff mit weiteren Bedeutungsinhalten aufgebläht. Der Duce lebt. Unter dieser Überschrift erschien am 28. August dieses Jahres ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Caroline, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, in dem der Italien-Korrespondent der FAZ Matthias Rüb angesichts der anhaltenden Mussolini-Verehrung unter neofaschistischen Nostalgikern und der in Umfragen zur Parlamentswahl am 25. September vorne liegenden rechtspopulistischen Partei Fratelli d'Italia besorgt die Frage stellte, ob nun der Faschismus in seinem Ursprungsland zurückkehrt. Legt man die Kriterien für den italienischen Regimefaschismus zugrunde, bei dessen Anfänge ich heute Abend zu Ihnen spreche, kann diese Frage auch nach dem Wahlsieg von Giorgia Meloni und ihrem Amtsantritt als erste Ministerpräsidentin Italiens mit einem klaren Nein beantwortet werden. Angesichts des inflationär gebrauchten Faschismusbegriffes und der damit verbundenen Aufgeregtheiten erscheint es angebracht, den 100. Jahrestag des Marsches auf Rom vom 28. Oktober 1922, in dessen Folge Mussolini, der Gründer der faschistischen Bewegung, mit der Regierungsbildung beauftragt wurde und sein Land in eine totalitäre Diktatur führte, den Jahrestag dieses folgenreichen Ereignisses zum Anlass zu nehmen, noch einmal den Blick auf den italienischen Prototyp zu werfen, Entstehungsbedingungen, Ideologie und Aufstieg des Faschismus in Italien zu analysieren und dessen Auswirkungen auf die italienische und europäische Geschichte zu betrachten. Ich habe meinen Vortrag dazu in vier Abschnitte unterteilt. Erstens Italien im Ersten Weltkrieg und die Krise der Nachkriegszeit. Zweitens Mussolini, die Gründung der faschistischen Kampfbünde und die Ausbreitung der faschistischen Bewegung bis zum Oktober 1922. Drittens der Marsch auf Rom. Viertens Auswirkungen auf die italienische und europäische Geschichte. Der Erste Weltkrieg, meine Damen und Herren, stellt in der europäischen Geschichte einen tiefen Einschnitt dar, der nicht nur die innerstaatlichen Verhältnisse der kriegführenden Nationen in Europa radikal und nachhaltig verändert, sondern auch neue geopolitische Konfliktzonen geschaffen hat, die zu Keimzellen für den nur zwei Jahrzehnte später mit dem deutschen Überfall auf Polen ausgelösten Zweiten Weltkrieg wurden. Der Erste Weltkrieg bildet mit seinen Folgen auch den Nährboden für die Entstehung des italienischen Faschismus. Wir müssen daher mit ihm beginnen. Im Sommer 1914, am Vorabend des Krieges, war das Königreich Italien mit dem Deutschen Kaiserreich und der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie durch die militärische Defensivallianz des Dreibunds verbunden. Dieser verpflichtete die Unterzeichner zu gegenseitiger Unterstützung im Falle eines gleichzeitigen Angriffs zweier anderer Mächte oder eines unprovozierten französischen Angriffs auf das Deutsche Reich oder Italien. Der Dreibund war 1882 durch Italiens Beitritt zum drei Jahre zuvor zwischen dem Deutschen Reich und Österreich geschlossenen Zweibund entstanden. Das so erweiterte Bündnis sollte Italien bei seinen kolonialen Ambitionen in Nordafrika gegenüber Frankreich absichern. Es ging in erster Linie um Libyen, das 1911 italienische Kolonie wurde, und gleichzeitig Österreich gegen den italienischen Irredentismus schützen. Das heißt, gegen Bestrebungen, die nach der italienischen Nationalstaatsgründung 1861-66 bei Österreich verbliebenen italienischsprachigen Gebiete, das Trentino,
das sogenannte Welschtirol sowie Triest, Istrien und Teile der dalmatischen Küste in das italienische Königreich einzugliedern. Dem Dreibund stand am Vorabend des Krieges das Bündnis der Triple Entente gegenüber, das sich aus dem französisch-russischen Zweibund von 1894 und der Entente Cordiale zwischen Großbritannien und Frankreich von 1904 zusammensetzte. Als Serbien nach dem Attentat eines Mitglieds der serbischen nationalistischen Bewegung auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo das von Österreich am 23. Juli gestellte und auf 48 Stunden befristete Ultimatum verstreichen ließ und Österreich daraufhin am 28. Juli mit der Kriegserklärung an Serbien und dem Bombardement Belgrads den Mechanismus der Bündnissysteme in Gang setzte, der innerhalb einer Woche die europäischen Großmächte auf die Schlachtfelder trieb, sah in Italien die liberal-konservative Regierung unter Antonio Salandra den Bündnisfall nicht gegeben, da Österreich der Angreifer war. Am 3. August, nach der deutschen Kriegserklärung an Frankreich und dem Einmarsch deutscher Truppen in das neutrale Belgien, erklärte Salandra daher die italienische Neutralität. Die in den folgenden Wochen und Monaten mit heftigen Auseinandersetzungen geführten Debatten über die Rolle Italiens in diesem Krieg spalteten die italienische Gesellschaft in die beiden Lager der Neutralisten und der für den Kriegseintritt plädierenden Interventionisten. Die Trennlinie zwischen diesen beiden in sich sehr heterogenen Lagern, deren jeweilige Anhänger ihre Positionen mit den unterschiedlichsten Motiven begründeten, verlief quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen und politischen Parteien, verschob sich nach den ersten Kriegsmonaten aber deutlich zugunsten der Interventionisten. Diese repräsentierten zwar nach wie vor eine Minderheit der Gesellschaft, bildeten aber die publizistisch wirkmächtigste Gruppe und gaben in der öffentlichen Diskussion den Ton. Für die strikte Neutralität traten die Liberalen und den langjährigen Ministerpräsidenten Giovanni Giolitti ein. Mit seiner auf sozialen Ausgleich bedachten, mit geschicktem Taktieren betriebenen Integrations- und Reformpolitik hatte er die italienische Vorkriegszeit seit der Jahrhundertwende politisch geprägt. Strikte Neutralität, Neutralità assoluta, war auch der offizielle Kurs der Sozialistischen Partei Italiens, deren Mitglieder im Unterschied zu den deutschen und französischen Bruderparteien mehrheitlich pazifistisch und internationalistisch im Sinne einer Solidarisierung mit dem Proletariat der kriegführenden Mächte gestimmt waren. Für die Neutralität war ebenso ein Teil der Katholiken, die sich an der ersten Enzyklika des am 5. September 1914 neu gewählten Papstes Benedikt XV. Orientierten, in der dieser den Krieg grundsätzlich abgelehnt hatte. Für den Kriegseintritt an der Seite der Entente-Mächte sprachen sich als erste Republikaner, Radikale und Reformsozialisten aus, die mit der Zerschlagung des preußisch-österreichischen Konservatismus und Militarismus Hoffnungen auf die Errichtung eines demokratischen, pazifistischen und auf nationale Selbstbestimmung gegründeten Europas verbanden. Zu ihnen stieß bis zum Jahresende eine wachsende Gruppe revolutionärer Sozialisten und Syndikalisten, die sich vom Krieg, den Zusammenbruch der bürgerlich-monarchischen Ordnung und die Verwirklichung der proletarischen Revolution erhofften, die sie in der Vergangenheit mit den Mitteln des Generalstreiks und der Volkserhebung vergeblich zu provozieren versucht hatten. Gänzlich andere Beweggründe veranlassten die in der Associazione Nazionalista Italiana organisierten Nationalisten, für die der Krieg grundsätzlich ein legitimes Mittel imperialistischer Expansion war, den Waffengang an der Seite der Triple Entente zu fordern. Italiens Kriegseintritt gegen Österreich-Ungarn bot in ihren Augen bei einem Sieg der Entente die Möglichkeit, die noch unter österreichischer Herrschaft stehenden unerlösten Gebiete im Sinne des Irredentismus nach Italien zu holen und die italienische Vorherrschaft in der Adria zu errichten. Nach vorausgegangenen Sondierungen und Verhandlungen mit den kriegführenden Mächten waren der italienischen Regierung im Londoner Geheimvertrag vom 26. April 1915 von Großbritannien, Frankreich und Russland umfassende territoriale Zugeständnisse gemacht worden. Ich beschränke mich hier auf die unmittelbar an Italien angrenzenden Gebiete.
Zum einen, dass Trentino hier erweitert um das vorwiegend deutschsprachige Südtirol mit der Grenze bis zum Brenner, also ein Zugeständnis, das über die italienischen Forderungen eigentlich hinausging. Dann an der Adria Triest, Istrien, die nördliche und mittlere dalmatische Küste mit den vorgelagerten Inseln, allerdings ohne die Stadt Fiume. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Es waren dies Gebiete, die bis zum Ende des 18. Jahrhunderts Teil der Republik Venedig waren, bevor sie 1797 im Frieden von Campo Formio an Österreich fielen. Auf der Grundlage dieser Zusicherung beschloss die Regierung Salandra mit Zustimmung des Königs den Kriegseintritt Italiens am 23. Mai 1915 an der Seite der Entente-Mächte, obwohl Bevölkerung und Parlament mehrheitlich an der Neutralität festhalten wollten und das Land weder militärisch noch ökonomisch noch mental hinreichend auf diesen Krieg vorbereitet war. Dies manifestierte sich in aller Deutlichkeit in der verheerenden militärischen Niederlage der italienischen Streitkräfte nach 2,5 Jahren zermürbendem Stellungs- und Abnutzungskrieg in den Dolomiten mit dem Durchbruch österreichischer Truppen bei Caporetto, deutsch Karfreit, heute Caporit in Slowenien, in der 12. Isonzo-Schlacht vom 24. Oktober bis 12. November 1917. 11.000 Gefallene, 29.000 Verwundete, 300.000 in Gefangenschaft geratene Soldaten, ebenso viele Versprengte und 66.000 Deserteure sowie zahlreiches erbeutetes Kriegsmaterial waren das ernüchternde Ergebnis. Die Niederlage führte zur Ablösung des Generalstabschefs Cadorna durch den neuen Oberbefehlshaber Armando Diaz und zum Rücktritt der Regierung von Paolo Rosselli, der im Juni 1916 auf Antonio Salandra gefolgt war und nun durch den aus Sizilien stammenden Juristen Vittorio Emanuele Orlando ersetzt wurde. Auf die Katastrophe von Caporetto, ein Ortsname, der in Italien seither als Synonym für jedwede demütigende Niederlage verwendet wird, folgte ein Jahr später der Sieg der inzwischen durch britische und französische Truppen entlasteten italienischen Armee bei Vittorio Veneto, der das Ende Österreich-Ungarns besiegelte. Auch der Name Vittorio Veneto erhielt rasch einen diesmal positiv konnotierten Symbolwert im italienischen Selbstverständnis, der besonders in faschistischer Zeit, aber noch bis in die 80er Jahre als Inbegriff des italienischen Sieges im Ersten Weltkrieg hochstilisiert wurde. Hiervon zeugen neben der Benennung von Kriegsschiffen, Heereseinheiten und der Errichtung eines militärischen Vittorio Veneto-Ordens 1968 auch die Bezeichnung zahlreicher Straßen mit diesem Namen, unter ihnen als berühmtestes Beispiel die Via Vittorio Veneto, kurz Via Veneto, in Rom. Italien ging nach dieser letzten erfolgreichen Schlacht aus dem Ersten Weltkrieg als Sieger hervor, doch der Sieg war nicht nur mit Kriegskosten in Höhe von 157 Milliarden Lire, einem Drittel des Bruttoinlandprodukts der gesamten Kriegszeit, teuer erkauft. 1,2 Millionen Tote, 680.000 Gefallene, 500.000 an der spanischen Grippe Verstorbene und über 500.000 Invalide, eine Vervierfachung der internen Staatsverschuldung von 15,7 Milliarden auf 69,2 Milliarden Lire, zu der noch abzulösende Kredite an Großbritannien und die USA von insgesamt 24 Milliarden Goldlire traten, waren eine desaströse Bilanz. Steigende Inflation, Verteuerung der Lebenshaltungskosten bei gleichzeitigem Absinken der Reallöhne, in Norditalien auf 66%, im Süden auf 59% des Niveaus von 1914, verschärften die sozialen Spannungen. Während das industrielle Bürgertum, Unternehmer und Spekulanten, die sogenannten Pescherkern-Haifische, noch am Krieg verdient hatten, bekamen vor allem die ländlichen und kleinbürgerlichen Schichten, Bauern, Halbpächter, Kleingrundbesitzende, Handwerker, Angestellte aus dem öffentlichen und privaten Sektor, subalterne Offiziere und Studierende, die in den Schützengräben ihr Leben riskiert hatten, die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise am stärksten zu spüren. Anders als die Masse der vom Kriegsdienst freigestellten Industriearbeiter, die in den Rüstungsschmieden von Fiat und Ansaldo für die Produktion des Kriegsmaterials geschuftet hatten, konnten sie ihren Forderungen nicht mit Streiks Nachdruck verleihen,
von denen es 1919 1860 mit einer Beteiligung von 1,5 Millionen Arbeiter gab. Im Süden und in der Poebene kam es stattdessen zu illegalen Landnahmen, bei denen sich Landarbeiter mit Gewalt holten, was ihnen im Krieg mit der Parole La Terra ai Contadini, das Land den Bauern, versprochen, nach Kriegsende aber verwehrt worden. Die alte liberale Führungsschicht war mit der Lösung der außerordentlichen Krisensituation überfordert, bevor noch die häufigen Regierungswechsel, 7 Kabinettsumbildungen unter 5 Ministerpräsidenten in 4 Nachkriegsjahren zeugen. Das stellt selbst die gegenwärtigen Verhältnisse im Vereinigten Königreich in den Schatten. Zur Enttäuschung der Schützengraben-Generation über die ausbleibenden Reformen gesellte sich die Enttäuschung über die Italien auf der Pariser Friedenskonferenz zugesprochenen Gebiete. Orlando konnte sich mit weitergehenden Territorialforderungen bei den Friedensverhandlungen nicht durchsetzen und bildete das schwächste Glied im Rat der 4, der in Gleichklang von den 3 Großmächten Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten dominiert wurde. Wie hier symbolhaft schon in der Kleiderordnung zum Ausdruck kommt, Lloyd George, Clemenceau und Wilson im Cutaway, Orlando im bürgerlichen Anzug. Vor allem Orlandos Verzicht auf die strategisch bedeutsame, mehrheitlich von Italienern bewohnte Hafenstadt Fiume, heute Rijeka in Kroatien, mit ihrem Hinterland an der dalmatischen Küste, die der Londoner Vertrag vom April 1915 Italien gar nicht zugesprochen hatte, sorgte in ganz Italien für Empörung und brachte das unheilvolle Schlagwort vom verstümmelten Sieg der Vittoria Mutilata in Umlauf. Urheber dieses von Nationalisten und Interventionisten begierig aufgegriffenen und auf weitere Gebietsforderungen in Dalmatien und Albanien ausgedehnten Schlagworts war der exzentrische Dichter Gabriele D'Annunzio, der bereits durch spektakuläre Aktionen im Krieg auf sich aufmerksam gemacht hatte, darunter Propagandaflüge über Triest und Wien mit dem Abwurf von Flugblättern mit nationalistischen Parolen. An der Spitze von 2.500 Freischärlern besetzte D'Annunzio in einer handstreichartigen Aktion am 12. September 1919 kurzerhand Fiume, rief die italienische Regentschaft über die Stadt und die davorliegende Quarner Bucht aus, italienisch Quarnero oder Carnaro, und gab dem zur Republik erklärten Territorium eine vom Syndikalisten Alcide de Amplis ausgearbeitete Verfassung, die Carta del Carnaro, die bereits Elemente des späteren faschistischen Systems andeutete, aber auch revolutionäre Sozialreformen vorsah, wie die rechtliche Anerkennung der Gewerkschaften, Pressefreiheit und das Wahlrecht für Frauen. Den Kern seiner Legionäre bildeten Angehörige der im italienischen Heer 1917 aufgestellten Stoßtrupps von vor der Frontlinie operierenden Einzelkämpfern, die sogenannten Arditi, die Kühnen, deren Erkennungszeichen der Dolch, das Schwarzhemd und die Kopfbedeckung des Fes später von den Mitgliedern der faschistischen Kampfgruppen der Squadristi übernommen wurden. Hier eine Abbildung einer solchen Gruppe aus dem Ersten Weltkrieg. Einige tragen auch diesen Fes, ja, diese Kopfbedeckung. Die Squadristi übernahmen auch in Fiume bereits entstandene Symbole und Rituale wie Uniformen, Zeremonien, Führerkult, Lieder und Parolen, wie die spätere Parteihymne Giovinezza, das trotzige Menefrego, ich pfeife darauf, auf Risiken, Gefahren, Anfeindungen, den aus der griechischen Antike stammenden Schlachtruf des Eia, Eia, Alala, sowie den römischen Gruß mit dem erhobenen rechten Arm. D'Annunzio scheiterte zwar mit seinem Versuch, die italienische Regierung zur Annexion Fiumes zu bewegen. Fiume wurde 1920 ein unabhängiger Freistaat, kam aber Ende Januar 1924 nach einem Abkommen mit dem neu gegründeten SAS-Staat der Serben, Kroaten und Slowenen, dem Vorläufer Jugoslawiens, doch nach Italien. Wolf Beuys hat ja eine umfangreiche Arbeit über den Krisenherd Adria geschrieben. Aber seine kühne Unternehmung steigerte sein Ansehen und seinen Ruhm im nationalistisch-interventionistischen Lager nach seiner erzwungenen Rückkehr nach Italien, wo er wie ein Held verehrt wurde. D'Annunzio und seine Legionäre verkörperten jene Eigenschaften und Methoden, die Filippo Tommaso Marinetti, der Begründer der avantgardistischen Kunstbewegung des Futurismus, bereits 1909
in seinem in der französischen Tageszeitung Le Figaro veröffentlichten Manifest als Gegenmodell zur bürgerlichen Ordnung und Moral mit pathetischen Worten gepriesen hatte. Zur radikalen Veränderung der politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse lobte er darin, ich zitiere, den Mut, die Kühnheit und Auflehnung, die angriffslustige Bewegung, die fiebrige Schlaflosigkeit, den Laufschritt, den Salto Mortale, die Ohrfeige und den Faustschlag. Das mit der Auflehnung gegen die bürgerliche Ordnung einhergehende Bekenntnis zur Gewalt als legitimes Mittel der Politik, das in der Verherrlichung von Krieg und Militarismus gipfelte, bildete ebenso ein konstitutives Element der im Frühjahr 1990 entstehenden faschistischen Bewegung. D'Annunzio selbst wurde zum Vorbild und Mentor bis zum Oktober 1922, aber auch zum politischen Gegenspieler und Konkurrenten des Mannes, der die faschistische Bewegung an die Macht und Italien in die Diktatur führen sollte. Ich komme zum zweiten Abschnitt, Mussolini, die Gründung der faschistischen Kampfbühne und die Ausbreitung der faschistischen Bewegung bis zum Oktober 1922. Benito Amilcare Andrea Mussolini, so sein vollständiger Name, wurde am 29. Juli 1883 im Ortsteil Dovia, der Gemeinde Predappio im Südosten der Romagna, geboren. Als erstes Kind des Schmiedes Alessandro Mussolini und seiner Frau, der Grundschullehrerin Rosa Maltoni. Der Vater Alessandro Mussolini war aktiver Sozialist und genoss als Mitglied des Stadtrates und stellvertretender Bürgermeister in Predappio eine gewisse Prominenz. Schon früh hatte er den erlernten Beruf des Schmiedes aufgegeben und ein kleines Café eröffnet, das zum Treffpunkt revolutionär gesinnter, sozialistischer und anarchistischer Aktivisten wurde. Seinen erstgeborenen Sohn hatte er mit dem für Italien unüblichen Namen nach dem mexikanischen Reformer und Staatspräsidenten Benito Juarez 1806 bis 1872 benannt und ihm die Beinamen der italienischen Sozialisten und Anarchisten Amilcare Cipriani und Andrea Costa gegeben. Benito Mussolini wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf, besuchte zwei Jahre die Grundschule in Dovia, wo seine Mutter unterrichtete, bevor er mit 9 Jahren in ein Internat des Ordens der Salesianer ins 35 Kilometer entfernte Faenza geschickt wurde. Schon in den ersten Schuljahren traten sein rebellischer Charakter und sein gewalttätiges Temperament zutage, die ihn sein Leben hindurch begleiteten. Nach seiner Auflehnung gegen den rigorosen Erziehungsstil der Ordensbrüder und Prügeleien mit Mitschülern, von denen er einen mit einem Messer an der Hand verletzte, wurde Mussolini des Internats verwiesen und auf eine staatliche Lehranstalt ins nahegelegene Formin Popoli versetzt. Dort schloss er die Grundschule ab, besuchte 3 Jahre ein Istituto Tecnico Preparatorio, eine Art Realschule, und 3 weitere Jahre eine auf den Volksschullehrerberuf vorbereitende Scuola Normale, die er im Juli 1901 mit einem Diplom abschloss. Auch während der Schulzeit in Formin Popoli wurde er die ersten Jahre wegen Widersetzlichkeit und Disziplinlosigkeit von der Unterbringung im Internat ausgeschlossen und besuchte die Schule als Externer. Seine schulischen Leistungen waren im Allgemeinen gut, besonders in den Fächern Geschichte, Geografie, Italienisch und Pädagogik. Durch die Erziehung des Vaters, der ihm und seinem 2 Jahre jüngeren Bruder Arnaldo abends Passagen aus Karl Marx, das Kapital, vorzulesen pflegte, aber auch durch eigene Lektüre und Kontakte zum sozialistischen Parteibüro in Formin Popoli, wurde Mussolini überzeugter Sozialist und trat 1901 in die Sozialistische Partei ein. Ein halbes Jahr nach seinem Schulabschluss nahm er im Februar 1902 eine befristete Stelle als Hilfslehrer für die 2. und 3. Volksschulklasse in einem Ortsteil der Gemeinde Gualtieri in der Region Emilia an. Als wenige Wochen nach seiner Ankunft sein Verhältnis mit einer verheirateten Frau bekannt wurde, war Mussolinis Position an der Schule auf Dauer unhaltbar geworden. Und so beschloss er, um sich der demütigenden Rückkehr in seinen Heimatort mit erneuter Arbeitssuche zu entziehen, mit Beginn der Sommerferien in die Schweiz zu emigrieren. Amoröse Abenteuer und Affären wie diese, oft gleichzeitig mit mehreren Frauen, durchzogen ebenfalls sein ganzes Leben. In den 2,5 Jahren der Schweizer Lehr- und Wanderjahre, in denen er sich in mehreren Kantonen mit Gelegenheitsarbeiten im Kreise italienischer Emigranten durchschlug und wiederholt von der Schweizer Polizei wegen Landstreicherei festgenommen wurde,
fand er schließlich in Lausanne Anschluss an sozialistische Organisationen mit über 6000 italienischstämmigen Einwohnern der Stadt. Er wurde Sekretär der sozialistischen Gewerkschaft der Maurer und Bauhandwerker, schrieb eine Reihe von Artikeln für verschiedene sozialistische Zeitungen, übersetzte Texte aus dem Deutschen und Französischen und trat bei Versammlungen sozialistischer Gewerkschaften als Redner auf, was ihm einen gewissen Bekanntheitsgrad unter den italienischen Emigranten verlieh. Nach einem Aufruf zum Generalstreik auf einer Gewerkschaftssitzung in Bern, bei dem er auch die Anwendung von Gewalt gefordert hatte, wurde Mussolini am 19. Juni 1903 von der Berner Polizei in Arrest genommen, erkennungsdienstlich behandelt und nach 12-tägiger Inhaftierung nach Italien abgeschoben. Hier die Aufnahmen, die die Berner Polizei damals gemacht hat. Die Beamten taten sich offensichtlich auch schwer mit Mussolinis Vornamen und haben aus Benito einfach Benedetto gemacht. Von der italienischen Polizei in Como wieder auf freien Fuß gesetzt, konnte er später nach Lausanne zurückkehren, wo er an der Universität, obwohl er keine Hochschulberechtigung besaß, einige Vorlesungen an der Fakultät für Sozialwissenschaften belegte, darunter auch zwei des Soziologen Vilfredo Pareto, dessen Elitentheorie und machiavellistische Rechtfertigung von List und Gewalt zu Behauptungen größtmöglicher staatlicher Machtfülle Mussolinis Denken beeinflusst haben. Er las viel in dieser Zeit, vor allem Autoren, die wie Le Bon, Nietzsche, Sorel und Bergson seine eigenen Ideen und Vorurteile bestätigten und nahm Latein, Griechisch und Geigenunterricht. Neben dem Volksschullehrerdiplom erwarb er 1907 auch die Berechtigung, als Französischlehrer an einer Sekundarschule zu unterrichten, weshalb er in amtlichen Dokumenten seither auch mit dem in Italien allerdings großzügig verliehenen Titel des Professore aufgeführt wird. Mussolinis Bildung war letztlich die eines Autodidakten, breit angelegt, aber wie sein ausführlichster Biograf Renzo De Felice bemerkt hat, im Grunde chaotisch und nur in einigen Punkten das oberflächliche Wissen durchdringend. Haftstrafen und Abschiebungen markierten auch in den folgenden Jahren Mussolinis Lebensweg. Ein weiteres Mal während seines Schweizer Aufenthalts im April 1904 aus Genf wegen der Fälschung des Ablaufdatums seines Reisepasses. Und im September 1909 aus dem österreichischen Trient, wo er zuvor 7 Monate lang als Direktor der sozialistischen Zeitung Avvenire del Lavoratore, Zukunft des Arbeiters, und Mitarbeiter anderer sozialistischer Blätter über 100 Artikel, Berichte, Erzählungen und Glossen mit vorwiegend antiklerikaler Polemik geschrieben hatte. Nach seiner Rückkehr in die Romagna, wo er in Forlì den Vorsitz der örtlichen sozialistischen Partei übernahm und Direktor der Wochenschrift Lotta di Classe, Klassenkampf, wurde, zog er mit seiner späteren Frau Rachele Guidi zusammen, die er allerdings erst 1915 standesamtlich heiratete, obwohl die gemeinsame Tochter Edda schon 1910 geboren wurde. Im Oktober 1911 wurde Mussolini in Forlì zusammen mit anderen Sozialisten zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, nachdem er die Kriegserklärung der Regierung Giolitti an die Türkei mit dem Aufruf zum Generalstreik beantwortet hatte, der in vielen italienischen Städten zu Tumulten und Versuchen, Truppentransporte zu blockieren, führte. Als er im März 1912 vorzeitig aus der Haft entlassen wurde, war Mussolini in der sozialistischen Partei eine anerkannte Größe und weit über die Romagna hinaus bekannt. Auf Vorschlag der Parteiführung übernahm er am 1. Dezember 1912 die Chefredaktion des Avanti, des Zentralorgans der Sozialistischen Partei, dessen Sitz 1911 von Rom nach Mailand verlegt worden war, wo Mussolini sich nun niederließ. Mussolini nutzte seine neue Position, um von Mailand aus den sozialdemokratischen Reformkurs des Parteigründers Filippo Turati mit polemischen Artikeln zu bekämpfen, wobei es ihm gelang, die Auflage des Blattes bis 1914 von 28.000 auf rund 70.000 zu steigern. Der britische Historiker Martin Clark, der 2014 den zahlreichen Mussolini-Biografien eine weitere hinzugefügt hat, über keinen Politiker sind mehr Biografien geschrieben worden, nennt ihn gar den in dieser Zeit wahrscheinlich besten Journalisten des Landes. Bis zu Beginn des Ersten Weltkriegs war Mussolini mithin ein überzeugter revolutionärer Syndikalist und Sozialist,
jedoch nicht, wie der Felice betont, im engen politisch-organisatorischen Sinn, sondern eher im Sinn eines Stato d'animo, einer Stimmung, einer Gemütsverfassung oder Geisteshaltung, die bekanntlich leicht Schwankungen unterliegt. Eine nachhaltige Veränderung dieses Stato d'animo vollzog sich bei Mussolini nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit seiner allmählichen Wandlung vom parteilinientreuen Neutralisten zum Interventionisten. Um seiner neuen Überzeugung von der Notwendigkeit des italienischen Kriegseintritts zum Wohle der Nation über die sozialistische Partei hinaus Gehör zu verschaffen, gründete Mussolini mit finanzieller Unterstützung lombardischer Industrieller, die ihm der Journalist und Unternehmer Filippo Naldi vermittelt hatte, aber auch mit Geldern aus französischen Quellen, seine eigene Tageszeitung Il Popolo d'Italia, das Volk Italiens, deren erste Ausgabe am 15. November 1914 erschien. 9 Tage später wurde er aus der Sozialistischen Partei ausgeschlossen. Der Popolo d'Italia, der noch bis zum August 1918 mit dem Untertitel Quotidiano Socialista, also Sozialistische Tageszeitung, gedruckt wurde, entwickelte sich in kurzer Zeit zum wichtigsten Kampfblatt des revolutionären Interventionismus, das eine anfängliche Auflage von 30.000 Exemplaren im Verlauf des Krieges auf über 80.000 Exemplare steigern konnte. Hier die Ausgabe vom 24. Mai 1915, einen Tag nach der Kriegserklärung Italiens an Österreich-Ungarn. Im August 1915 wurde Mussolini in ein Regiment der Bersaglieri eingezogen, eine spezielle Infanterieeinheit, die im Gegensatz zur starren Linieninfanterie als Sturmtruppe Überraschungsangriffe ausführen und Aufklärungs- und Scharfschützenaufgaben übernehmen soll. Den für die Bersaglieri charakteristischen Laufschritt hat Mussolini später bei faschistischen Paraden übernommen, weshalb ihn Martin Clark spöttisch als ersten joggenden Politiker bezeichnet. Im Februar 1917 wurde Mussolini bei der Übung mit einem Mörser durch eine vorzeitig explodierte Granate, die 5 Soldaten in den Tod riss, am rechten Bein und an der rechten Körperhälfte schwer verwundet und verbrachte die restliche Kriegszeit nach seiner Entlassung aus einem Mailänder Militärkrankenhaus in Rekonvaleszenz. Im August 1917 kehrte er an seinen Schreibtisch in Mailand zurück und nahm seine journalistische Tätigkeit wieder auf, die nach der Katastrophe von Caporetto nun immer stärker nationalistische Töne anschlug und sich vornehmlich gegen das in Giolitti verkörperte liberale politische Establishment, gegen das Parlament, die Sozialistische Partei, Defettisten und Drückeberger, die sogenannten Imboscati, wandte. Der Popolo d'Italia, der im August 1918 seinen Untertitel in Zeitung der Frontkämpfer und Produzenten, Quotidiano dei Combattenti dei Produttori, geändert hatte, wurde nun zum Fürsprecher der Kriegsteilnehmer, für die Mussolini das Wort der Schützengraben-Aristokratie, Trincerocrazia, prägte und in deren Händen nach seiner Auffassung die politische Neugestaltung des Landes liegen sollte. Gefragt für diese Aufgaben waren Männer mit Kampferfahrung, Männer der Tat und nicht des Wortes. Am 2. März 1919 rief Mussolini im Popolo d'Italia Leser und Mitarbeiter des Blattes, Interventionisten, Kriegsteilnehmer und Veteranen zu einer Versammlung am 23. März in Mailand auf, deren Zweck er in einem zweiten Appell vom 6. März mit den Worten beschrieb, es sollten Kampfbünde, Fasci di Combattimento, hier taucht der Begriff zum ersten Mal auf, als eine Antipartei gegründet werden, die sowohl den Konservatismus als auch den zerstörerischen Sozialismus bekämpfen soll. Die Bezeichnung Fascio für die zugrunde Organisation, abgeleitet vom lateinischen Fascis, dem im Römischen Reich von Lektoren getragenen Rutenbündel, das Zeichen der Amtsgewalt der Magistrate, war indes nicht neu. Sie wurde schon im 19. Jahrhundert für Selbsthilfeorganisationen von Arbeitern und Bauern genutzt, wie für den 1871 in Bologna gegründeten Fascio Operaio, den Arbeiterbund, oder die zwischen 1889 und 1894 in Sizilien verbreiteten Fasci Siciliani e Lavoratori, die mit Streiks und Landbesetzungen eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen des städtischen Proletariats und der Landarbeiter durchsetzen wollte.
Zur Propagierung des Kriegseintritts gründeten revolutionäre Syndikalisten und Sozialisten Anfang Oktober 1914 in Mailand den Fascio Rivoluzionario d'Azione Internazionalista, wörtlich Revolutionärer Bund Internationalistischer Aktion, der sich im Dezember in Bund Revolutionärer Aktion Fascio d'Azione Rivoluzionaria umbenannte. Auch Mussolini war ihm im Dezember beigetreten. Schließlich hatten nach dem Debakel von Caporetto nationalkonservative Parlamentarier, die mit den Kriegsanstrengungen der Regierung Boselli unzufrieden waren, im Dezember 1917 einen parlamentarischen Fascio zur nationalen Verteidigung gegründet. Neu an der Bezeichnung Fasci di Combattimento war allerdings, dass sie weder zu erkennen gab, an wen sich die Organisation richtete, noch wofür eigentlich gekämpft werden sollte. Die Zahl der Teilnehmer auf der Gründungsveranstaltung am 23. März im Vortragssaal des Industrie- und Handelsverbands an der Piazza San Sepolcro in Mailand war mit wenig mehr als 100 Personen eher bescheiden. Gekommen waren in erster Linie revolutionäre Syndikalisten, Sozialisten und Anarchisten, ehemalige Frontkämpfer, darunter viele Arditi, sowie eine kleine Gruppe von Futuristen, angeführt von Marinetti persönlich. Das im Juni im Popolo d'Italia veröffentlichte Programm trug ganz die Handschrift des revolutionären Syndikalismus und war, wie später die Verfassung für Fiume, die Carta del Carnaro von De Andris, entworfen. Mit den Forderungen nach Absenkung des Wahlalters auf 18 Jahre, Wahlrecht für Frauen, Abschaffung des Senats, dessen Mitglieder vom König auf Lebenszeit benannt wurden, Einberufung einer Nationalversammlung zur neuen Festlegung der Verfassung, 8-Stunden-Tag, gewerkschaftliche Mitbestimmung, hohe Kapitalsteuer und partielle Enteignung von Reichtümern, Verstaatlichung von Rüstungsfabriken und Beschlagnahme sämtlicher Vermögenswerte von Ordensgemeinschaften und Bischofssitzen, enthielt das Programm eine explosive Mischung republikanischer, antikapitalistischer, antibürgerlicher und antiklerikaler Elemente, deren Verwirklichung in der Tat einer Revolution bedurft hätte. Sitz des Mailänder Kampfbundes wurde das Redaktionsgebäude des Popolo d'Italia, wo die Symbole der Arditi im Arbeitszimmer Mussolinis, Handgranaten und Revolver auf dem Schreibtisch, Totenkopf mit Dolch auf der Fahne an der Wand, schon darauf hindeuteten, dass der geplante Umbau von Staat und Gesellschaft nicht notwendig mit friedlichen Mitteln zu erreichen sei. Der Aufbau der Kampfbünde über Mailand hinaus gestaltete sich schleppend. So hatten sich bis zum Jahresende 1919 lediglich 31 Fasci mit insgesamt 870 registrierten Mitgliedern gebildet. Bei den Parlamentswahlen vom 16. November 1919, die erstmals nach dem Verhältniswahlsystem und unter Ausdehnung des aktiven Wahlrechts auf alle männlichen Einwohner ab dem 21. Lebensjahr durchgeführt wurden, Frauen waren nach wie vor nicht wahlberechtigt, trat Mussolini mit einem inzwischen revidierten Wahlprogramm in Mailand als Kandidat der Fasci di Combattimento an, scheiterte aber mit nur 4.675 von über 300.000 abgegebenen Stimmen, während die Sozialistische Partei mit 170.000 Stimmen 11 Kandidaten ins Parlament schickte. Großer Gewinner der Wahl, welche die alten Mehrheitsverhältnisse des liberalen Staates zerbrochen hatte, waren auf der einen Seite die Sozialistische Partei, die die Anzahl ihrer Abgeordneten von 52 auf 156 verdreifachen konnte, sowie die im Januar 1919 gegründete Katholische Volkspartei, der Partito Popolare, die auf Anhieb mit 100 Abgeordneten ins Parlament einzog. Die in der Union der Liberale zusammengefassten liberalen Parteien und Gruppierungen, die bis dahin die politische Führungselite gestellt hatten, waren dagegen von 270 auf 41 Abgeordnete geschrumpft. Der sozialistische Wahlerfolg ermutigte die Industrie- und Landarbeiter, von denen 1920 3,5 Millionen gewerkschaftlich organisiert waren, ihren Forderungen weiter mit Streiks, Fabrik- und Landbesitzungen Nachdruck zu verschaffen, auch wenn diese durchaus nicht immer von der sozialistischen Partei gebilligt wurden. Deren innere Richtungskämpfe führten im Januar 1921 zur Abspaltung des revolutionären Flügels und Gründung der kommunistischen Partei, Partito Comunista Italiano,
die im Oktober 1922 zur Abspaltung des Reformflügels und Gründung des sozialdemokratischen Partito Socialista in Italien. 1920 fanden in ganz Italien, vor allem im nordwestlichen Industriedreieck Mailand, Turin, Genua und in der Po-Ebene, über 2000 Streiks mit einer Beteiligung von 2,3 Millionen Arbeitern statt. Anfang September 1920 waren sämtliche metallverarbeitenden Fabriken in Italien mit einer Beteiligung von über 400.000 Arbeitern mehrere Tage lang besetzt. In ganz Italien hatten bis zum 15. April 1920 zudem Bauern und Landarbeiter landwirtschaftliche Nutzflächen von insgesamt 27.000 Hektar, das entsprach etwa der Hälfte der Region Lazio, besetzt. Anders als Francesco Saverio Nitti, der im April 1920 zur Unterdrückung eines Streiks der Metallarbeiter in Turin 50.000 Soldaten, Carabinieri und Polizisten aufmarschieren ließ, verzichtete der im Juni 1920 noch einmal ins Regierungsamt gelangte 77-jährige Giolitti auf das Druckmittel staatlicher Gewalt zur Beilegung der Arbeitskämpfe und bemühte sich, eine Vermittlerrolle zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften auf der einen sowie zwischen der Sozialistischen Partei und dem mit 2,15 Millionen Mitgliedern größten Gewerkschaftsbund der Confederazione Generale del Lavoro einzunehmen. Politisch versuchte er zudem, den Einfluss der Sozialistischen Partei durch die Bildung sogenannter Blocchi, nationalen, parteiübergreifender Wahlbündnisse von liberalen, konservativen und nationalistischen Gruppierungen einzudämmen, in die auch die bisher gebildeten faschistischen Kampfbünde Aufnahme fanden. Erste Erfolge dieser Strategie zeigten sich bei den noch nach dem alten Mehrheitswahlrecht durchgeführten Kommunal- und Provinzialwahlen im September und Oktober 1920, als die Bürgerblocks in wichtigen urbanen Zentren wie Venedig, Genua, Florenz, Rom, Neapel, Bari, Palermo und selbst in der Arbeiterstadt Turin, wenngleich dort auch nur knapp, die Mehrheit erzielten. Immerhin konnte die Sozialistische Partei in 2166 von 8327 Kommunen den Gemeinderat stellen und ihre Präsenz in Nord- und Mittelitalien, vor allem in der Emilia-Romagna, blieb weiterhin stark. Für das industrielle Bürgertum, Unternehmer und Großgrundbesitzer waren der Ausgang der Kommunalwahlen und die Zurückhaltung der Regierung Giolitti bei den Arbeitskämpfen eher enttäuschend. Einen schlagkräftigen Verbündeten im Kampf gegen den Sozialismus sahen sie daher in der faschistischen Bewegung, die ihr revolutionäres Programm vom Juni 1919 längst über Bord geworfen hatte und bis zum Jahresende 1920 die Zahl ihrer Ortsgruppen von 31 auf 88 verdreifacht, ihre Mitglieder von 870 auf 20.615 mehr als verzwanzigfacht hatte. Mit der finanziellen und materiellen Unterstützung von industriellen Bankiers und Großagrariern, unterstützt auf lokaler Ebene aber auch durch Militär und Polizei, den die Sozialistische Partei allein schon wegen der Ablehnung des der Kriegsteilnahme suspekt war, verzeichneten die faschistischen Kampfbünde einen rasanten Aufstieg und fanden breiten Zulauf auch aus kleinbürgerlich-mittelständischem Milieu, das nun die eigentliche soziale Trägerschicht des Faschismus bildete. Innerhalb eines halben Jahres, bis Ende Juni 1921, stieg die Zahl der Fasci sprunghaft auf 1.192 mit über 200.000 Mitgliedern an. Parallel zu dieser numerischen Expansion vollzog sich eine Wandlung der Bewegung vom revolutionären urbanen Faschismus zum reaktionären Agrarfaschismus, der nun zur Speerspitze im Kampf gegen die Sozialistische Partei und ihre Einrichtungen, aber auch gegen die katholische Arbeiterbewegung, vor allem in den ländlichen Gebieten Norditaliens, in der Emilia-Romagna und in der Toskana wurde und sich inhaltlich wie organisatorisch von Mussolinis Gründungsfaschismus unterschied. Seine Kerngruppen bildeten paramilitärische Einsatzkommandos, sogenannte Squadre d'Azione, die mit Waffengewalt und blutigem Straßenterror gegen den drohenden Bolschewismus vorgehen. Wie eine solche Squadra aus Lucca. Gewissermaßen zum Markenzeichen der Squadristi wurden der Schlagstock in Manganello und das Rizinusöl, mit dem sie politische Gegner traktierten und demütigten.
Hier eine allerdings verharmlosende Karikatur auf einer Postkarte der 20er Jahre. Also das Rizinusöl, das hier quasi als Medizin verabreicht wird und auf diese Weise vom Sozialismus infizierte Arbeiter heilt, die dann zum Nationalismus bekehrt werden und gemeinsame Sache mit den Faschisten machen. Nicht selten ließen die als Strafexpedition deklarierten Gewaltaktionen der Squadristi auch Tote zurück. Nach einer Statistik des Innenministeriums gab es bei Zusammenstößen zwischen Faschisten und Sozialisten ihrerseits mit den Arditi del Popolo, eigene Kampfgruppen zu ihrer Verteidigung, gebildet hatten, allein im ersten Quartal des Jahres 1921 auf beiden Seiten insgesamt 102 Tote und 388 Verletzte. Beträchtliche Sachschäden entstanden durch die Verwüstung und Zerstörung von sozialistischen Druckereien und Zeitungsredaktionen, Volkshäusern und Arbeiterkammern, landwirtschaftlichen Genossenschaften, sozialistischen und kommunistischen Parteibüros, Kulturheimen, Arbeiter- und Erholungsheimen. Im ersten Halbjahr 1921 insgesamt 726 Einzelobjekte. Gleichzeitig wurden hunderte von sozialistischen Gemeinde-, Stadt- und Provinzvertretungen mit Gewalt zum Rücktritt gezwungen. Auf das Biennio Rosso, die beiden von der politischen Agitation der Sozialisten geprägten roten Jahre, folgte seit Ende 1920 nun das von den Gewalttaten der squadristischen Schwarzhemden bezeichnete Biennio Nero, das schwarze Doppeljahr, das von Zeitzeugen, aber auch von der frühen Faschismusforschung als eine Zeit des regelrechten Bürgerkriegs bezeichnet wurde. Bis heute fehlen verlässliche Zahlen über den Gewaltakten umgekommenen Personen. Doch kann man nach den bisher ermittelten fragmentarischen Daten für die beiden Jahre von Oktober 1920 bis Oktober 1922 von insgesamt 2.000 bis 3.000 Opfern ausgehen. In den Regionen Nord- und Mittelitaliens wurden die Gewaltakte der Squadristi von extremistischen Führern angeordnet, die sich in ihren Provinzen fast autonome Herrschaftsbereiche geschaffen hatten und deshalb von inner- und außerfaschistischen Kritikern mit dem Titel feudalistischer Stammeshäuptlinge Abessiniens, also Ras, bezeichnet wurden. Nicht zuletzt, um den faschistischen Extremismus, der außer Kontrolle zu geraten drohte, einzudämmen, und der zu einem Massenphänomen gewordenen faschistischen Bewegung eine parlamentarische Plattform zu geben, von der aus sich Einfluss auf die nationale Politik nehmen ließ, nahm Mussolini mit den faschistischen Kampfbünden an den vorgezogenen Parlamentswahlen vom 15. Mai 1921 in Giolittis Wahlbündnissen der Blocchi Nazionali teil, die in ihren je nach Wahlkreis unterschiedlichen Zusammensetzungen insgesamt 275 von 535 Parlamentssitzen erzielten. Auf diese Weise zog Mussolini an der Spitze von 35 faschistischen Abgeordneten erstmals in die Abgeordnetenkammer ein. Das Parlamentarische Forum bot ihm die Möglichkeit, Formen der Kooperation mit anderen Parteien zu sondieren und auch mit legalen Mitteln auf eine Beteiligung von Faschisten an der Regierung hinzuarbeiten. Ein erster Schritt in diese Richtung war der am 2. August 1921 von faschistischen und sozialistischen Abgeordneten sowie Gewerkschaftsvertretern unterzeichnete Befriedungspakt, Patto di Pacificazione, der eine Art Waffenstillstand bei den blutigen Auseinandersetzungen bewirken sollte. Führer des faschistischen Extremismus wie Italo Balbo oder Roberto Farinacci widersetzten sich aber jeder Mäßigung und lenkten erst ein, als Mussolini mit seinem Rücktritt drohte. Vor dem Hintergrund der Konflikte zwischen gemäßigten und extremistischen Faschisten ist die Gründung der faschistischen Partei im November 1921 in Rom auch als Versuch zu sehen, der faschistischen Bewegung nach außen hin ein einheitliches Erscheinungsprofil zu verleihen und sie mit einer straffen Führungsstruktur zu disziplinieren. Das Ende Dezember in Popolo d'Italia veröffentlichte Programm des Partito Nazionale Fascista, DNF, schlug im Ganzen moderate Töne ein und stellte bei allen Forderungen das übergeordnete Interesse der Nation in den Vordergrund, betonte am Ende aber auch die unverbrüchliche Einheit der Partei mit den Squadre d'Azione, in denen sich so das Programm die faschistische Idee verkörpere, mit denen sie sich verteidige. Die politische Programmatik der faschistischen Bewegung blieb allerdings auch nach ihrer Konstituierung als Partei weiter verschwommen. Die Behauptung De Felicis, noch Mitte des Jahres 1921 sei sich niemand darüber im Klaren gewesen, Mussolini inbegriffen, was unter Faschismus eigentlich zu verstehen sei.
ist sicher überspitzt. Doch schrieb ein kritischer zeitgenössischer Beobachter wie der Journalist Mario Missiroli noch im November 1921, der Faschismus bewege sich auch nach seiner Umwandlung in eine Partei weiterhin ohne Ordnung und Regeln und mache sich zum Fürsprecher der unterschiedlichsten und widersprüchlichsten Ansichten und Leidenschaften. Ein halbes Jahr nach diesem Urteil im Mai 1922 war der Partito Nazionale Fascista mit 322.000 Mitgliedern, somit Abstand, größte Partei in Italien geworden. Mussolini verfolgte nach den Maiwahlen 1921 im Grunde eine Doppelstrategie. Während er Kontakte zum Regierungslager pflegte und in zahlreichen Gesprächen mit liberal-konservativen und nationalistischen Politikern Möglichkeiten eines politisch-parlamentarischen Wegs zur Macht sondierte, setzte er gleichzeitig auf das Druckmittel des Squadrismus und ließ den extremistischen Parteiführern auf dem Land und in den Städten mit ihren Gewaltaktionen freie Hand. Entscheidende Impulse für die Option der von ihnen favorisierten revolutionären Lösung der Machtfrage in Form eines Staatsstreichs gaben auf der einen Seite die Erfolge der squadristischen Großoffensiven vom Mai und Juli 1922 in der Emilia-Romagna, den Marken, in Ligurien, aber auch in Apulien und in Latium, wo tausende bewaffnete Squadristen ganze Dörfer und Städte militärisch okkupiert und sozialistische Einrichtungen zerstört hatten. Auf der anderen Seite der gescheiterte Generalstreik, zu dem eine Allianz der drei größten Gewerkschaften am 1. August aufgerufen hatte und bei dem Faschisten als Streikbrecher für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Dienstleistungen gesorgt hatten. Das Scheitern dieses letzten großen Arbeitskampfes des Jahres 1922, der noch einmal die demokratischen Kräfte des Landes gegen den Faschismus mobilisieren sollte, besiegelte auch, ich zitiere, die konservativ-reaktionäre Einheitsfront zwischen den bäuerlichen Landbesitzern, dem Besitzbürgertum aus der Industrie und dem Kleinbürgertum aus Gewerbe und Handel, zu deren Handlanger der Faschismus sich zunächst hatte machen lassen und zu deren Führungskraft er schließlich wurde. So Hans Woller in seiner 1999 publizierten Arbeit über den Marsch auf Rom. Die dem Streik vorausgegangenen squadristischen Gewaltakte und die auf den folgenden erneuten Repressalien, bei denen auch die Zeitungsredaktion des Avanti zerstört wurde, offenbarten einmal mehr die Ohnmacht des Staates und die Schwäche der letzten liberalen Regierung des Ministerpräsidenten Facta vor dem Marsch auf Rom. Außer ihr, schrieb Mussolini im Rückblick 1927, blieb auf der politischen Bühne nur noch die bewaffnete Organisation des Faschismus zurück. Kommen wir zum dritten Abschnitt, der Marsch auf Rom. Am 13. August 1922 trat in Mailand das Zentralkomitee der faschistischen Partei zusammen und beauftragte die Parteiführer Italo Balbo, Cesare Maria De Vecchi und Emilio De Bono mit der militärischen Organisation der Squadre zu einer nationalen Miliz. Die drei Männer, zu denen später der Parteisekretär Michele Bianchi trat, waren mit Bedacht gewählt, da sie Bezugspersonen für wesentliche Gruppen waren, auf deren Unterstützung Mussolini für die Machteroberung angewiesen war. Der erst 26-jährige Balbo repräsentierte als hochdekorierter Offizier aus dem Ersten Weltkrieg und Führer der faschistischen Kampfbünde in der Provinz Ferrara die junge Frontkämpfergeneration sowie den extremistischen Flügel der Partei. Der erst im Juli 1922 zum Faschismus gestoßene General De Bono, der ein Armeekorps in der Schlacht von Vittorio Veneto geführt hatte, galt als Vertrauensmann des italienischen Heeres. De Vecchi, der ebenfalls Offizier am Ersten Weltkrieg teilgenommen hatte, war bekennender Monarchist und praktizierender Katholik, Führer des Fascio von Turin und Abgeordneter im Parlament. Bianchi, schließlich Interventionist und Kriegsteilnehmer im Rang eines Unteroffiziers, kam aus dem revolutionären Syndikalismus und zählte zu den Sansepolcristi, den Gründungsmitgliedern der faschistischen Kampfbünde in Mailand. Zusammen bildeten sie später als sogenanntes Quadrum Virat, Vier-Männer-Kollegium, das Oberkommando der faschistischen Miliz, das die Planung und Durchführung des Marsches auf Rom organisieren sollte. Die Veröffentlichung der Disziplinarordnung der Miliz am 3. Oktober im Popolo d'Italia, mit der die Öffentlichkeit erstmals von der Existenz einer bewaffneten Parteiarmee
neben den regulären Streitkräften des Staates erfuhr, blieb ebenso wie ihre am 12. und 22. Oktober veröffentlichte organisatorische Struktur, die Italien wie ein Operationsgebiet in 12 Militärzonen einteilte, ohne jede Reaktion seitens der Regierung Fakta. Unterdessen drehte sich das von Mussolini angestoßene Verhandlungskarussell mit den führenden Repräsentanten der liberalen politischen Führungsschicht von Zalandra, Orlando, Nitti und Giolitti bis hin zum immer schwächer werdenden Fakta, die alle inzwischen für eine faschistische Regierungsbeteiligung waren, in der Hoffnung, den Faschismus auf diese Weise eindämmen und normalisieren zu können. Mussolini selbst hielt sich alle Optionen für eine Regierungsübernahme offen. In seiner am 20. September in Udine gehaltenen Rede, nicht zufällig am Jahrestag, an dem Truppen der Bersaglieri 1870 unter der Führung von Gerald Cadorna durch eine Bresche in der Aurelianischen Mauer bei der Porta Pia in Rom einmarschiert waren und die weltliche Herrschaft des Papstes beendet hatten, unterstrich Mussolini seine Entschlossenheit, den Faschismus an die Regierung zu führen. Nachdem er die Gewalt des Squadrismus als, Zitat, moralisch gerechtfertigt, sakrosankt und notwendig verteidigt hatte, gab er Garantien für den Fortbestand der Monarchie, skizzierte ein unternehmerfreundliches Programm zur Sanierung der Privatwirtschaft und zur Konsolidierung der öffentlichen Finanzen und versicherte, dass die im Januar 1922 gegründete faschistische Gewerkschaftsbewegung nicht die Fortsetzung des Klassenkampfs, sondern den Beginn einer Kooperation der Klassen im Sinne des übergeordneten Interesses der Nation bedeutet. Gleichzeitig machte er deutlich, dass es letztlich nicht auf Programme ankommt. Ich zitiere, unser Programm ist einfach. Wir wollen Italien regieren. Es sind nicht die Rettungsprogramme, die Italien fehlen. Es sind die Männer und der Wille. Nach dieser Aufbruchsrede für den Marsch auf Rom, das Wort Rom kommt ebenso wie Violenza, Gewalt, 17 Mal in der Rede vor. Es gibt im Italienischen ein Sprichwort, das heißt La lingua batte dove dente vuole, die Zunge drückt da, wo der Zahn schmerzt. In dieser Rede liefen die konkreten Vorbereitungen für einen gewaltsamen Umsturz an. Für den 16. Oktober bestellte Mussolini die militärischen Führer der Miliz nach Mailand, um die Durchführung und den Zeitplan des Marsches auf Rom zu besprechen. Während De Bono und De Vecchi für eine Verschiebung um mindestens einen Monat plädierten, da die Miliz noch völlig unvorbereitet sei, drängte Mussolini auf eine rasche Aktion noch im gleichen Monat. Auf diese Weise wollte er einem Vorhaben Faktas zuvorkommen, den Jahrestag des Sieges von Vittorio Veneto am 4. November mit einer Großveranstaltung von ehemaligen Frontkämpfern und Invaliden am Nationaldenkmal des Altare della Patria in Rom zu feiern, bei der D'Annunzio als Redner auftreten sollte. Man einigte sich schließlich den Zeitpunkt erst nach dem faschistischen Parteikongress in Neapel am 24. Oktober festzulegen. 3 Tage vor Beginn des Kongresses hatten die Kommandanten der 12 Militärzonen der Miliz in Florenz einen 5-Punkte-Plan für die Durchführung des Marsches auf Rom ausgearbeitet. Er sah vor, erstens Mobilisierung und Besetzung öffentlicher Gebäude in den wichtigsten Städten, zweitens Zusammenziehung der Schwarzhemden in 5 Zentren um die Stadt Rom, von denen Perugia als Hauptquartier im Norden, Volturno im Süden mit jeweils 175 Kilometern am weitesten, Tivoli und Monte Rotondo im Osten und Südosten mit 30 und 25 Kilometern am nächsten von Rom entfernt war. Das an der Küste gelegene, 75 Kilometer entfernte Santa Marinella sollte Ausgangspunkt für den südwestlichen Zugang nach Rom über die Via Aurelia sein. Drittens, Ultimatum an die Regierung Fakta zur Abtretung sämtlicher Machtbefugnisse. Viertens, Einmarsch nach Rom und Übernahme sämtlicher Ministerien. Im Falle militärischen Widerstands Rückzug ins Hinterland nach Umbrien, wo die Reserven der Miliz zusammengezogen waren. Und fünftens, Bildung einer faschistischen Regierung in einer Stadt in Mittelitalien, Heranführen der in der Po-Ebene stationierten Milizeinheiten und Wiederaufnahme des Kampfes bis zum Sieg. Es ist unwahrscheinlich, dass Mussolini einen militärischen Konflikt mit dem königstreuen Heer riskiert hätte, das allein schon aufgrund der ungleichen Kräfteverhältnisse jeden faschistischen Aufstand zerschlagen konnte. Ihm ging es vielmehr darum,
ein größtmögliches Bedrohungspotenzial aufzubauen, um die Regierung Fakta zum Rücktritt zu bewegen und selbst vom König den Auftrag zur Regierungsbildung zu erhalten. Der Parteikongress in Neapel am 24.10. geriet zu einer großen Heerschau der faschistischen Miliz, bei der Zehntausende Schwarzhemden aus allen Landesteilen zusammengestellt waren. Das Bild ist ein bisschen unscharf, aber ich glaube, Sie können in etwa die Größe auch nur sehen, hier die Versammlung der Schwarzhemden auf dem Sportplatz der Allianzstadt in Neapel. Hier die sogenannte faschistische Führungsriege mit den vier Quadrumviri, De Bono, Balbo, Bianchi im Hintergrund, De Vecchi. Teruzzi war einer der stellvertretenden Parteisekretäre, und das ist der lokale Anführer des Fascio von Neapel, Aurelio Padovani. Ganz interessant, wenn man die Klage Mussolinis sich anschaut, diese Doppelstrategie, von der ich gesprochen habe, kommt gewissermaßen auch in dieser Kleidung zum Ausdruck, also der schwarze Kampfanzug der Faschisten, aber die bürgerlichen Gamaschen, ja, das passt irgendwie nicht zusammen. Dann hat er hier umgehängt, wie die Bürgermeister das eigentlich machen, eine Schärpe mit den Farben von Rom, also gelb-rot, die Farben von Rom, um deutlich zu machen, das ist unser Ziel, wir wollen nach Rom. Hier die Gruppe beim Umzug durch die Innenstadt. Auch hier, die Gamaschen dürfen nicht fehlen. Und dieses Bild von der Abschlussveranstaltung auf der Piazza Plebiscito in Neapel, die Schlusskundgebung. Links sehen Sie Faschisten, die dieses Schild O Roma o Morte hochhalten. Das ist im Grunde eine Wiederaufnahme einer Losung, die Garibaldi 1862 von Sizilien aus, Rom oder der Tod, als er von Sizilien auf das Festland marschieren wollte, um Rom zu befreien. Also das wird hier sozusagen hier wieder aufgegriffen. Nach Mussolinis Abschlussrede auf der zentralen Piazza del Plebiscito beschloss am Abend das Führungsgremium der Partei die Mobilisierung der Schwarzhemden am 27. Oktober und den Marsch auf Rom am 28. gemäß dem in Florenz ausgearbeiteten 5-Punkte-Plan. Nachdem er die Durchführung in die Hände des Quadrumvirats gelegt hatte, nahm Mussolini am nächsten Morgen den Zug nach Rom und stieg nach kurzem Aufenthalt am Bahnhof in den Zug nach Mailand um. Der sardische Politiker und Parlamentsabgeordnete Emilio Lussu, der 1921 zusammen mit anderen sardischen Frontkämpfern, die sich für die Autonomie Sardiniens einsetzende sardische Aktionspartei Partito Sardo d'Azione gegründet hatte und als vom Regime verfolgter Antifaschist 1929 ins Pariser Exil geflohen war, schrieb 1931 einen ursprünglich für ein französisches und angloamerikanisches Publikum veröffentlichten autobiografischen Bericht mit dem Titel Marsch auf Rom und Umgebung, Marcia su Roma e dintorni. Im September diesen Jahres ist eine neue deutsche Ausgabe herausgekommen. Es gab eine Ausgabe aus den 70er Jahren noch im Europa-Verlag, die ist aber inzwischen vergriffen. Unpassend ist allerdings dieses Bild, das streng genommen mit dem Marsch auf Rom gar nichts zu tun hat. Lussu bat in seinem Bericht den mit der Topographie Italiens nicht so vertrauten ausländischen Leser zum besseren Verständnis von Mussolinis Entscheidung am Vorabend des Marsches auf Rom von Neapel aus durch Rom hindurch in das 600 Kilometer entfernte Mailand weiter nördlich zu fahren. Er möge doch eine Landkarte zu Hilfe nehmen. Dann werde ihm schnell deutlich, dass Mailand zwar weit von Rom, aber nur wenige Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt sei. Es bleibt eine Vermutung, aber man kann nicht ausschließen, dass zu den Absicherungsvorkehrungen Mussolinis im Falle einer militärischen Zerschlagung der Aufstandsbewegung auch die Erwägung einer Flucht in die Schweiz zählt. Am 27. und 28. Oktober setzten sich faschistische Kolonnen aus einem Landesteil nach Rom in Bewegung. Ein von der faschistischen Partei im November 1922 veröffentlichtes Filmdokument nennt mit offensichtlicher Übertreibung 100.000 Teilnehmer. Die Ausstellung zur 10-Jahres-Feier der faschistischen Revolution 1932 spricht von 50.000 bis 70.000 Teilnehmer, doch liegen die Zahlen wohl eher noch darunter. De Felice nennt 26.000 zum Teil schlecht bewaffnet, nur mit Knüppeln und Revolvern bewaffneten Männer. Hier eine solche Kolonne auf dem Ponte Salario in Rom, im Norden Roms. Der sogenannte Marsch
erfolgte größtenteils mit der Eisenbahn und mit Lastwagen. Nur wenige Kolonnen wie hier marschierten tatsächlich zu Fuß. Und er bestand vor allem in der Besetzung von Rathäusern, Polizeirevieren, Postämtern, Bahnhöfen und Zeitungsredaktionen in vielen Städten und Gemeinden, die nicht immer erst mit Gewalt erobert werden mussten, sondern an vielen Orten den Insurgenten kampflos von mit den Faschisten sympathisierenden Behördenleitern und Militärs überlassen wurden. Dass die Insurrektion im Allgemeinen in einer Atmosphäre großer Herzlichkeit vonstatten ging, wie Ernst Nolte 1963 schrieb, lässt sich gleichwohl nicht behaupten. Immerhin wurden im Verlauf des Aufstandes zwischen dem 27. und 31. Oktober 30 Faschisten von den Verteidigern öffentlicher Einrichtungen erschossen. Während auf diese Weise um die Hauptstadt die Drohkulisse aufgebaut wurde, fanden am römischen Regierungssitz fieberhafte, sich überschlagende Konsultationen und Krisensitzungen statt, die auf die faschistische Herausforderung zu reagieren seien. Sie können hier nur in aller Kürze wiedergegeben werden. Am 27. Oktober hatte der Innenminister Taddei den Kommandanten der in Rom stationierten Heeresdivision General Pugliese angewiesen, Züge mit Schwarzhemden vor Rom anzuhalten und deren Einmarsch in die Hauptstadt mit Schienen und Straßensperren zu verhindern. Hier ein solcher Sperre an der Porta Maggiore, so einen spanischen Reiter, also Stacheldrahtverhaue, die aufgestellt waren, und hier ein Militärposten an der Porta Tiburtina, also zwei Tore durch die orwellianische Mauer, durch die man musste, wenn man nach Rom wollte. Am Abend des gleichen Tages traf der von Facta verständigte König aus seiner Sommerresidenz San Rossore bei Pisa in Rom ein, wo ihm der Ministerpräsident seinen vom König nicht angenommenen Rücktritt anbot und sich anschließend unbekümmert zur Bettruhe gab, während in der Nacht im Innenministerium die Telefone mit den Meldungen der von den Faschisten eingenommenen Präfekturen, Dienststellen und Bahnhöfe heiß liefen. Noch vor einer für den nächsten Morgen um 17:30 anberaumten Dringlichkeitssitzung des Kabinetts im Innenministerium traf Facta mit dem Innen- und Kriegsminister sowie mit dem Stadtkommandanten Pugliese zusammen, um weitere Vorkehrungen zur Verteidigung der Stadt zu veranlassen und einen Entwurf für die Verkündung des Belagerungszustandes zu verfassen, für den sich Facta ebenfalls noch vor der Kabinettssitzung die Genehmigung des Königs eingeholt hatte. Während die faschistischen Kolonnen vor den Toren Roms im Regen ausharrten, wurden Regierungsgebäude und Tiberbrücken mit Militärposten und Straßensperren besichert. Hier ein solcher Posten auf dem Ponte Cavour, also mitten in der Innenstadt schon. Man sieht auch hier schöne Witterungsverhältnisse wiedergegeben. Aber wenn man sich die Atmosphäre anschaut, es scheint doch trotz allem eher eine entspannte Atmosphäre gewesen zu sein unter den Soldaten, und wohl nicht damit gerechnet, dass hier wirklich ein Sturmlauf der Faschisten in Rom stattfindet. Hier eine andere Militärposten weiter nördlich, die nächste Brücke, Ponte Regina Margherita, auch in Rom. Nachdem sich die Ministerrunde einstimmig für die Verkündung des Belagerungszustandes und die damit verbundene Verhängung des Kriegsrechts ausgesprochen hatte, wurden die Präfekten vorab telegrafisch über die bevorstehende Maßnahme informiert, und Facta begab sich zum Amtssitz des Königs im Quirinalpalast, um das entsprechende Dekret vom Souverän unterzeichnen zu lassen. Doch Viktor Emanuel III. Verweigerte jetzt die Unterschrift. Historiker haben lange über diese Entscheidung des Königs gerätselt, ob er einen Bürgerkrieg verhindern wollte, ob er den Faschismus, der in seiner Familie mit seiner Mutter Margherita von Savoyen, das ist die Dame, die die gleichnamige Pizza benannt ist, und seinem Cousin, dem Herzog von Aosta, schon Sympathisanten gefunden hatte, als neue Ordnungsmacht begrüßte, oder ob er aus anderen Motiven das Dekret nicht unterzeichnete, lässt sich mit den bis heute bekannten Quellen nicht eindeutig klären. Die Weigerung des Monarchen führte jedenfalls zum Rücktritt Factas und setzte ein neues Verhandlungskarussell um den jetzt mit der Regierungsbildung beauftragten Salandra in Gang, der Mussolini und andere Faschisten in sein Kabinett holen wollte. Doch Mussolini setzte alles auf eine Karte und spitzte von Mailand aus die Dinge weiter zu. In einem am 29. Oktober in der Morgenausgabe des Popolo d'Italia erschienenen Leitartikel verkündete er, das Schlagwort vom verstümmelten Sieg aufgreifend,
Der Sieg des Faschismus dürfe nicht durch Schachzüge letzter Minute verstümmelt werden. Die neue Regierung müsse rein faschistisch sein. Zalandra gab schließlich auf und legte das ihm erteilte Mandat zurück in die Hände des Königs, der Mussolini durch ein von seinem Adjutanten General Cittadini versandtes Telegramm nun mit der Regierungsbildung beauftragte. Am Abend des 29. Oktober nahm Mussolini den Nachtzug nach Rom, wo er wegen der Jubeldemonstrationen die Faschisten an den Bahnhöfen der Haltestationen organisiert hatte, mit einiger Verspätung am nächsten Tag um die Mittagszeit eintraf und sich im Schwarzhemd zum Amtssitz des Königs im Quirinalpalast begab. Hier die Menge bei seinem Eintreffen vor dem Quirinalpalast im Fahrzeug. Nach knapp einstündigem Gespräch mit dem Monarchen zog sich Mussolini ins Hotel Savoia zurück, das ihm als Unterkunft und Generalquartier diente, trat in Verhandlungen mit seinen schon in Mailand ausgewählten zukünftigen Mitarbeitern ein und überreichte dem König am Abend die Ministerriege seines Kabinetts, die dieser akzeptierte. Am Morgen des 31. Oktober präsentierte sich Mussolini als neuer und mit 39 Jahren jüngster Ministerpräsident Italiens erstmals der Öffentlichkeit. Hier im Kreise der Quadrumviri an der Piazza del Popolo in Rom und hier bei einem Umzug am Rand der Villa Borghese, der über der Piazza del Popolo liegt, nimmt er sozusagen eine Parade Faschisten. Am gleichen Tag erschien der Popolo d'Italia mit der Schlagzeile Mussolini weihe das Italien von Vittorio Veneto wieder ein. Ein Titel, der auf die Worte anspielte, mit denen Mussolini dem König am Vorabend angeblich die Ministerliste überreicht haben soll. Erst jetzt, in diesen beiden letzten Oktobertagen, am 30. und 31. des Monats, strömten nun auch die bis dahin vor den Toren Roms ausharrenden faschistischen Kolonnen in die Stadt und gaben dem Marsch auf Rom den Anstrich eines triumphalen Festumzugs, der man später dem Kommentator dazu verleitet hat, den faschistischen Aufstand als eine Komödie zu bezeichnen, wenngleich eine solche, wie Ernst Nolte schon in den 60er Jahren einräumte, bei der das Lachen vergeht, wenn man auf die Knüpfung des Knotens sieht. Erstaunlich hellsichtig dagegen das Urteil eines deutschen Zeitzeugen, des Diplomaten und Schriftstellers Harry Graf Kessler, der Ende Oktober 1922 in seinem Tagebuch schrieb, ich zitiere, die Faschisten haben durch einen Staatsstreich die Gewalt an sich gerissen in Italien. Wenn sie sie behalten, so ist das ein geschichtliches Ereignis, das nicht bloß für Italien, sondern auch für ganz Europa unabsehbare Folgen haben kann. Hier kommt ganz offen eine antidemokratische, imperialistische Regierungsform wieder zur Macht. In einem gewissen Sinne kann man Mussolinis Staatsstreich mit dem Lenins im Oktober 1917 vergleichen, natürlich als Gegenbild. Vielleicht leitet er eine Periode neuer europäischer Wirren und Kriege ein. Soweit der Eintrag im Tagebuch von Harry Graf Kessler. War der Marsch auf Rom eine Revolution? Ein Staatsstreich. Der 2003 erschienene, dem damaligen Forschungsstand zusammenfassende Dizionario del Fascismo, an dem über 170 Historiker und Historikerinnen aus 7 Ländern mitgewirkt haben, darunter auch der hier Vortragende, kommt im Eintrag Marcia su Roma zu dem Ergebnis, ich zitiere, der Marsch auf Rom war keine Revolution. Denn die Unternehmung konnte nur dank der starken Unterstützung der Faschisten durch das Establishment und der passiven oder offenen Unterstützung eines Staatsapparats gelingen, der nach 2 Jahren des squadristischen Guerillakriegs zutiefst erschüttert war. Es handelte sich auch nicht um einen Staatsstreich, denn die ganze Angelegenheit wurde in einem formalen, verfassungsgemäßen Akt gelöst, mit dem der Monarch Mussolini den Auftrag erteilte, eine Regierung zu bilden, die aus einer breiten Koalition bestand und das Vertrauen der Abgeordnetenkammer gewann. Mussolini hatte in seine 13-köpfige Koalitionsregierung 2 Mitglieder der Katholischen Volkspartei, 3 Sozialdemokraten, 2 Militärs, ein Liberaler, ein Nationalist, ein Parteiloser, nur 3 Faschisten geholt und ihnen das Justiz- und Finanzministerium sowie das 1919 neu gebildete Ministerium für den Wiederaufbau der vom Feind befreiten Gebiete.
Doch da er selbst als Ministerpräsident auch das Innen- und Außenministerium übernahm, wurden 5 Ressorts von Faschisten geleitet, die auch die Hälfte der 18 Staatssekretärsposten erhielten. Dass die Bildung von Mussolinis Kabinett trotz aller mit dem Verfassungsrecht in Einklang stehenden formalen juristisch korrekten Abläufe nicht einfach nur ein normaler Regierungswechsel war, machte Mussolini selbst gleich bei seiner ersten Regierungserklärung am 16. November 1922 in der Abgeordnetenkammer deutlich, als er den Abgeordneten damit drohte, er hätte, Zitat, aus diesem dumpfen und tristen Saal ein Biwak für seine Scharen machen können, das Parlament verriegeln und eine rein faschistische Regierung bilden können. Ich hätte es tun können, so Mussolini weiter, aber ich wollte es nicht, zumindest nicht in diesem frühen Stadium. Ungeachtet dieser unverhohlenen Drohung sprachen 306 Abgeordnete bei 116 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen Mussolini das Vertrauen aus, darunter Giolitti, sowie der später vom Regime verfolgte Alcide De Gasperi, Vorsitzender der nach dem Zweiten Weltkrieg gegründeten Democrazia Cristiana, Ministerpräsident von 1945 bis 1953 und einer der Gründerväter der Europäischen Gemeinschaft. Mit der Regierungsbildung Mussolinis war der Marsch auf Rom zu Ende. Der Weg in die Diktatur stand noch bevor. Die Etappen auf diesem Weg, Organisation und Herrschaftspraxis des Ende 1925 etablierten faschistischen Regimes, sind nicht mehr unser Thema. Es ist bezeichnend für das Selbstverständnis der Faschisten als kampf- und gewaltbereite Bewegung, dass sie den Tag des Marsches auf Rom, den Tag der Androhung einer gewaltsamen Machtergreifung als das eigentliche Gründungsdatum des späteren faschistischen Regimes verstanden haben. Mit Mitteln der politischen Propaganda, in deren Dienst sich auch renommierte Künstler stellten, wurde der Marsch auf Rom als ein von Mussolini angeführter Aufbruch in eine neue Epoche dargestellt. Hierzu nur einige wenige Beispiele. Silvio Galimberti, ein Dekan der Päpstlichen Akademie der schönen Künste und der Literatur, der zahlreiche Kirchen dekoriert hat, erweckt mit seinem Gemälde La Marcia su Roma den Anschein, Mussolini habe gleichsam auf einem Feldherrnhügel übergroß vor seinen 4 Oberbefehlshabern stehend den Marsch auf Rom organisiert. Noch krasser die Darstellung des Futuristen Primo Conti aus dem Jahr 1929. Hier führt Mussolini auf einem Schimmel reitend die gelb-rote Schärpe mit den Farben Roms um den Hals seiner Truppen in die Schlacht. Die Anspielung auf einen anderen großen Feldherrn ist offensichtlich. Der Komponist Alberto Cocchi schrieb 1923 ein Musikstück für Klavier und Solostimme zum Marsch auf Rom, das er Mussolini gewidmet hat. Alducci. Teilnehmer am Marsch auf Rom konnten sich ab Dezember 1923 ihren Namen auf einer bronzenen Gedenkmedaille eingravieren lassen. Und noch im gleichen Jahr wurde eine 100 Lire Goldmünze zur Erinnerung an den Marsch auf Rom geprägt, bezeichnenderweise, interessanterweise mit dem Porträt des Königs auf der Rückseite, der den erfolgreichen Aufstand eigentlich erst ermöglicht hat. Nichts machte die Stilisierung des Marsches auf Rom als Beginn einer neuen Epoche indes so deutlich wie die nach dem Vorbild der Französischen Revolution eingeführte faschistische Jahreszählung, die den Neujahrsbeginn vom 28. auf den 29. Oktober verlegte und den Zeitraum bis zum 28. Oktober 1923 als Jahr 1 der faschistischen Ära deklarierte, die nun fortlaufend gezählt wurde. Mit Beginn des 5. Jahres der Ära Faschista ab dem 29. Oktober 1927 waren alle Behörden und Parteistellen verpflichtet, bei amtlichen Schreiben neben die herkömmliche Datierung auch die Jahreszahl der Ära Faschista zu setzen. Noch heute findet sich die Jahreszählung der Ära Faschista an vielen öffentlichen Gebäuden aus faschistischer Zeit, wie hier am Palazzo delle Poste in Neapel. Diese Feststellung leitet über zum letzten Punkt meines Vortrags, keine Angst, er bricht so lange wie die anderen, eine kurze Schlussbetrachtung zu den Auswirkungen des Faschismus auf die italienische und europäische Geschichte. 1979 schrieb der bekannteste Faschismusforscher Italiens, Renzo De Felice,
dessen monumentale Mussolini-Biografie, 8 Teilbände mit über 7000 Seiten, zur umfangreichsten Geschichte Italiens in faschistischer Zeit herangewachsen ist. Ich zitiere: Die Debatte über den Faschismus ist kulturell wie historisch das wichtigste zu lösende Problem, wenn man die Geschichte Italiens und Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verstehen will. Und 10 Jahre später pflichtete ihn der Historiker Pietro Scoppola bei, Zitat: Der Faschismus ist ein unabdingbarer Bezugspunkt für alle Zeithistoriker, auch wenn sie sich nicht speziell mit dem Faschismus beschäftigen. Man kann keine Deutung der Probleme der heutigen Zeit entwickeln, ohne dass dies eine Beurteilung des Faschismus mit einschließt. In einer bestimmten Phase der europäischen Geschichte, so im gleichen Jahr, Enzo Colotti, einer der bedeutendsten Zeithistoriker Italiens, repräsentierte der Faschismus in den Augen breiter Teile der öffentlichen Meinung in Europa ein Modell für die Lösung der Probleme, die durch die mit dem Weltkrieg hervorgerufene Staats- und Gesellschaftskrise entstanden waren. In der Tat traten überall in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, mit Ausnahme der Sowjetunion, rechtsextreme nationalistische Bewegungen auf, die sich am italienischen Beispiel orientierten und von zeitgenössischen Beobachtern als faschistisch bezeichnet wurden. Sie alle auch nur aufzuzählen, geschweige denn miteinander zu vergleichen, würde hier zu weit führen. Ihr zeitgleiches Auftreten und die Schnittmenge ihrer ideologischen Inhalte, organisatorischen Strukturen und politischen Zielsetzungen lassen es, ungeachtet ihrer spezifischen Verwurzelungen in der jeweiligen Nationalgeschichte, gerechtfertigt erscheinen, sie unter dem generischen Faschismusbegriff zusammenzufassen und den Faschismus als ein Epochenphänomen der Zwischenkriegszeit zu definieren. Gemeinsam bei all diesen Bewegungen und Parteien die hierarchische Gliederung nach dem Führerprinzip, der Aufbau uniformierter und bewaffneter Abteilungen, die Inszenierung von Massenkundgebungen und Massenaufmärschen mit pseudo-religiöser Ausrichtung, die systematische Anwendung von Propaganda und Gewalt, expansionistische Bestrebungen sowie an dem Kern rassistische und/oder antisemitische Ideologie, die gleichzeitig sowohl antisozialistische wie antikapitalistische, antimodernistische wie modernistische Elemente aufwies. Obwohl Mussolini noch im März 1928 in einer Rede vor der Abgeordnetenkammer mit einem viel zitierten Satz behauptet hatte, der italienische Faschismus sei kein Exportartikel, proklamierte er 2 Jahre später am Vorabend des 8. Jahrestags des Marsches auf Rom den universalen Charakter des Faschismus und sagte ein faschistisches Europa voraus, das seine Institutionen an der Doktrin und Praxis des italienischen Modells ausrichten werde. Zu seiner Verbreitung trug Mussolini selbst mit massiver Auslandspropaganda und einem ritualisierten Audienzsystem bei, bei dem er viele faschistisch wie antifaschistisch gesinnte Besucher aus dem Ausland empfing und Werbung für den Faschismus betrieb, wie Wolfgang Schieder 2013 auf der Quellengrundlage der nahezu vollständig erhaltenen Audienzlisten von 1923 bis 1943 und anhand der Audienzberichte deutscher Besucher nachgewiesen hat. Die gelehrigsten Schüler fand Mussolini in Hitler und unter den deutschen Nationalsozialisten, in deren totalitärer Gewaltherrschaft der Faschismus seine extremste und schaurigste Ausprägung fand. Der Zusammenbruch des italienischen und deutschen Faschismus am Ausgang des Zweiten Weltkriegs besiegelte auch das Ende der faschistischen Bewegungen in Europa. Eine Ausnahme bildet der nach dem Spanischen Bürgerkrieg etablierte bis 1975 dauernde Frankismus, der, obwohl Merkmale zeitgenössischer faschistischer Bewegungen aufweisen, allerdings eher als autoritäres Regime oder Militärdiktatur charakterisiert worden ist und Nachahmer in den Militärdiktaturen Lateinamerikas fand. Die Auseinandersetzung mit der Hinterlassenschaft des europäischen Faschismus ist in den einzelnen Ländern zeitversetzt und in unterschiedlicher Intensität erfolgt, dabei längst nicht abgeschlossen. Während in Deutschland die Aufarbeitung der Vergangenheit im Schatten des Holocaust und der nationalsozialistischen Massenverbrechen stand, konzentrierte sich das Forschungsinteresse der italienischen Historiografie zunächst auf die Erfahrung des Widerstands gegen die nationalsozialistische Besatzungsmacht und gegen Mussolinis faschistisch-republikanisches Kollaborationsregime der Republik von San Luca von 1943 bis 1945. Aus der gesellschaftlichen Grunderfahrung der Resistenza,
die die Zustimmung aller demokratischen Parteien zur Verfassung der Ersten Republik erst ermöglichte, hatte sich in Italien ein antifaschistischer Konsens entwickelt, der bis zum Fall der Mauer 1989 und dem Untergang der Sowjetunion fester Bestandteil der politischen Kultur Italiens war. Dieser antifaschistische Konsens ist längst zerbrochen, wie Lutz Klinkhammer, Zeithistoriker und stellvertretender Direktor des Deutschen Historischen Instituts in Rom, in seinem vor 10 Tagen in der Welt erschienenen Artikel dargelegt hat. Nach dem Schmiergeldskandal von Tangentopoli und dem Zerfall der alten Parteienlandschaft Mitte der 90er Jahre war das Land auf der Suche nach einer neuen nationalen Identität und Erinnerungskultur, die auch zu einer Neubewertung des historischen Regimefaschismus führte. Neu gegründete Parteien und Wahlbündnisse, wie die seit 1994 von Silvio Berlusconi geführten Mitte-Rechts-Koalitionen von Forza Italia, Lega Nord und der aus dem neofaschistischen Movimento Sociale Italiano hervorgegangenen Alleanza Nazionale, hatten hieran nicht unerheblichen Anteil. Eine antifaschistische Flut an Resistenzkritik, so Klinkhammer, durchbrach nun an vielen Stellen den Damm der antifaschistischen Kultur. Schützenhilfe bei der Revision des Geschichtsbilds leistete nicht zuletzt die massive mediale Verbreitung einer beschönigenden Sicht auf die faschistische Vergangenheit. Die postfaschistischen Nachfolgeparteien, wie jetzt auch der von Giorgia Meloni geführten Partei Fratelli d'Italia, den Einzug in die Regierungen der Republik erleichtert hat. Der Regimefaschismus ist tot. Doch lebt die beschönigende Erinnerung an ihn nicht nur in den überall in Italien noch zu sehenden faschistischen Repräsentationsbauten, Denkmälern und Inschriften weiter. Sie lebt vor allem ungebrochen noch in vielen Köpfen weiter. Und darin liegt langfristig vielleicht eine größere Gefahr für die Demokratie. In seinem Aufsatz »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« schrieb Tirol Adorno 1963, und mit diesem Zitat möchte ich den Vortrag beschließen. Ich betrachte das Nachleben des Faschismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Danke Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.